Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich stelle euch heute die ayurvedische Handmassage vor. Dazu kannst du dir ein bisschen Öl ranholen und du kannst dafür sowohl Sesamöl benutzen als auch Kokosöl oder Mandelöl. Kokosöl bietet sich an, im Sommer, wenn es sehr, sehr heiß ist, zu benutzen, das Sesamöl und das Mandelöl eher in den kühleren Jahreszeiten. Nehme dir zum Anfang ein klein wenig Öl in deine Handfläche und reibe das Öl einmal in deine Hände ein, sodass es ein bisschen Wärme bekommt. Und die Hand deines Partners liegt mit der Handaußenfläche nach oben und für den Anfang legst du deine Hand, die körpernahe Hand, hier bei mir jetzt die linke Hand, unter die Hand des Partners und die rechte Hand oben auf, sodass eure Handchakren aufeinander liegen. Talaridaya, das Herz der Hand. Du kannst hier die Augen gerne einmal kurz schließen und dich ganz auf deinen Partner einstellen. Massage, eine achtsame Berührung. Eine Verbindung von Herz zu Herz. Wenn dein Partner das nächste Mal ausatmet, dann löst du langsam den Griff, streichst schon mal, so kannst du die Hand schon mal einölen, die Handaußenfläche mit Öl ein. Greifst dir dann die Hand des Partners und beginnst zwischen Daumen und Zeigefinger in diesem gedachten Dreieck kreisende Bewegungen nach oben zu machen Richtung Handgelenk. Das machst du dreimal. Du setzt immer an und kreist nach oben. Dreimal. Dann in einem gedachten Dreieck zwischen Mittelfinger und Ringfinger kreist du nach oben. Wieder dreimal. Und dann zwischen Ringfinger und kleinen Finger. Dreimal von unten nach oben kreisen. Dann greifst du dir mit deinem Daumen am Handgelenk beginnend einmal den Daumen nach unten ausstreichen, dann von oben über den Handrücken, über den Zeigefinger ausstreichen, den Mittelfinger, dann nimmst du den anderen Daumen über den Ringfinger und den kleinen Finger. Dann schnappst du dir nochmal den Daumen des Partners, setzt deinen Daumen und Zeigefinger am Ende des Daumens an und kleine punktierende Bewegungen nach oben und wieder nach unten. Das machst du auch dreimal. Bewegst dich so hoch und nach unten. Das sind mittelschnelle Bewegungen. Wenn du das nächste Mal nach oben kommst, drehst du deinen Finger um und schnappst dir die Spitze des Daumens, akupressierst sie kurz, hältst und schnippst dann ganz langsam ab. Gehst du über zum Zeigefinger und machst das Gleiche. Punktierst bis zur Spitze und wieder zurück. Dreimal und nach dem dritten Mal punktierst du wieder nach oben, drehst hier einmal um, hast die Spitze des Zeigefingers und lässt sie los. Dann würde ich umgreifen, die andere Hand benutzen und wieder unten ansetzen, dich nach oben punktieren. Dreimal und dann drehst du um, greifst hier wieder die Spitze. Ein ganz sanftes Abschnipsen zum Ringfinger, so erreichst du viele Akupressurpunkte an den Fingern. Und nach dem dritten Mal drehst du hier wieder
Und das letzte Mal am kleinen Finger. Drehst um, hältst, schnippst ab. Streichst einmal die ganze Hand aus und nimmst dann die Hand, als würdest du jemandem guten Tag sagen wollen. Mit deiner linken Hand greifst du in die linke Hand deines Partners und mit deiner rechten Hand, wie so ein U, formst du mit Zeigefinger und Daumen den Griff und legst ihn um das Handgelenk, und zwar unterhalb des Knochens und oder zwischen Knochen und Daumenballenansatz. Wirklich hier direkt an der Hand, wo sie ansetzt, greifst du und hier drehst du in beide Richtungen. Mani Bandha, Handgelenks Mama. Du hast den Kurcha Shida direkt mit. Der ist gut für die Ölung der Gelenke. Apana Vayu, wenn jemand Tinnitus hat, Nacken, Rückenbeschwerden, Beschwerden um die Wirbelsäule herum. Ist dieser Mama-Punkt genau richtig? Dreh noch ein paar Mal. Und dann endest du, indem du den Daumen oben ablegst und den Zeigefinger unterhalb des Knöchernen am unteren Handgelenk. Und dann löst du hier langsam und legst noch einmal die Hand so ab, dass der Handrücken nach oben zeigt und greifst mit deiner linken Hand um den linken Daumen deines Partners herum, sodass dein Daumen hier nach oben zeigt und Richtung deines Partners. Mit der rechten Hand greifst du dir die Hand und dann ziehst du den Daumen ein bisschen zur Seite, sodass du hier diese Schwimmhaut sehen kannst zwischen Daumen und Zeigefinger. Und hier kannst du mit dem Daumen einmal den Knochen des Daumenanfangs spüren. Hier setzt du an, ungefähr auf der Mitte dieser Schwimmhaut. Jetzt drehst du den Daumen, deinen Daumen nach innen in die Hand und etwas auf den Knochen und unter den Knochen zu. Und dann schaust du mal auf das Gesicht des Partners. Wir können Zeichen ausmachen, man kann auch einen Daumen heben oder senken, wenn man gut drauf ist. Und hier bleibst du, hältst entweder nur oder machst ganz kleine Kreise, 5-mal in die eine Richtung im Uhrzeigersinn und 5-mal in die andere Richtung als ausgleichende Bewegung. Dann löst du hier langsam und streichst aus. Dann drehst du die Hand um, hast die Handinnenfläche vor dir, öffnest einmal mit so 2-3 Streichungen die Hand und kannst mal überprüfen, ob genug Öl da ist, sonst nimmst du noch ein bisschen Öl in deine Hand. Und dann machen wir einen spreizenden Griff für die Hand. Wir wollen den Handteller öffnen. Dafür nimmst du deinen kleinen Finger zwischen den Zeigefinger und Mittelfinger deines Partners. Dein Ringfinger gleitet zwischen Daumen und Zeigefinger. Hier greifst du mit deinem Zeigefinger und Mittelfinger einfach rum und kannst deinen Daumen vielleicht schon mal auf den Daumenballen des Partners legen. Dann greifst du mit deiner linken Hand mit dem kleinen Finger zwischen Mittelfinger und Ringfinger, mit deinem Ringfinger zwischen Ringfinger und kleinen Finger des Partners und kannst so hier den Handteller öffnen. Hier hast du deine Finger am Handrücken, um zu spreizen, damit du das nochmal gut siehst. Der Mittelfinger deines Partners ist nun frei. Nimm deine Daumen auf den Handteller und beginne in kleinen Bewegungen vom Handgelenk Richtung Finger den Handteller deines Partners zu bearbeiten. Hier kannst du dir freien Lauf lassen. Nochmal tief durchatmen. Und vielleicht einmal wahrnehmen, wie fühlt sich die Hand des Partners an. Ist sie warm, ist sie kalt? Gibt es Spannungen in den Händen? Lässt sie sich leicht oder schwer öffnen? Dann kannst du kreisende Bewegungen nach außen machen, gleichmäßig und so noch mehr öffnen. Immer oben ansetzen und Richtung Finger streichen.
Wenn du jetzt hier an den Fingern oder vor den Fingern angekommen bist, dann nimmst du die Fingerknöchel, fängst beim Zeigefinger an und umkreist sie im Uhrzeigersinn. Dreimal. Dann gehst du zum Mittelfingerknochen. Dreimal zum Ringfingerknochen. Zum Knochen des kleinen Fingers. Und dann einmal um alle Knöchel drumherum. Und kommst dann zum Daumenballen. Noch einmal. Öffnest noch einmal von innen nach außen, von oben nach unten. Und löst dann langsam deine Hände aus diesem Griff. Nimmst die Hand des Partners in deiner linken Hand. Mit der freien rechten Hand greifst du zwischen Daumen und Zeigefinger an den Schwimmhäutchen und ziehst sie von innen nach außen dreimal. Eine gleichzeitige Bewegung mit deinem Daumen und deinem Zeigefinger auf dem Handrücken, sodass du die Handinnenfläche und Außenfläche bearbeiten kannst. Jetzt würde ich wechseln, einmal die rechte Hand um die Hand legen und mit dem linken Daumen weitermachen. Dreimal. Mit mittelstarkem Druck. Dann kannst du noch einmal die Hand ausstreichen. Dann greifst du dir wieder mit deiner linken Hand die Hand des Partners, greifst um den Daumen und machst Schraubbewegungen von rechts nach links und immer weiter mehr auf die Spitze des Daumens zu. Hier hältst du sanft und schnippst ganz leicht ab. Mit der anderen Hand ist es genauso. Es ist, als würdest du Energie rausziehen und abschnipsen. Und noch einmal ausstreichen. Greife wieder mit deiner linken Hand. Greife mit deiner rechten Hand außen um den Daumen deines Partners, wie wir das gerade bei dem Kshipramama gemacht haben. Und jetzt werden wir Kurchamama drücken. Der liegt auf gleicher Höhe. Und jetzt hast du deinen rechten Daumen wieder frei und greifst auf den Daumenballen wieder unterhalb des knöchernen des Daumens, Daumenansatzes. Hier gehst du auf der Mitte des Daumenballens ungefähr und greifst unter den Knöchel des Daumens. Hier kannst du wieder fünfmal im Uhrzeigersinn kreisen und fünfmal entgegen des Uhrzeigersinns. Und dann einmal halten, um auszugleichen. Ein wichtiger Punkt für Prana und Vata Dosha. Einmal ausstreichen. Und als letzten Punkt nehme deine linke Hand unter die Hand des Partners mit deinem rechten Daumen. Greife ungefähr mittig des Handtellers ungefähr auf den Ringfinger des Partners zu und ziehe es sanft Richtung Fingerspitzen des Partners, diesen Punkt Taladidaya, das Herz der Hand. Hier hältst du 5 Atemzüge und lässt hier langsam los. Du kannst dann Handteller auf Handteller legen, um die Handmassage zu beenden. Und dann löst du. Ein kleiner Tipp für dich zum Schluss, wenn du dir unsicher bist, wie du den Herzhandpunkt finden kannst. Wenn du eine Faust machst oder wenn du den Partner bittest, er möge bitte mal eine Faust machen. Dann ist der Punkt da, wo sein Mittelfinger endet. Also dein Partner macht die Faust, der Mittelfinger, dort wo der Mittelfinger platziert ist, da kannst du dir merken, ansetzen und dann nach innen akupressieren.